Katholisch 1 TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Eine kleine Kerze, das Friedenslicht von Bethlehem, ist wieder in Augsburg angekommen. Ein großes Licht, Albertus Magnus war einer der größten Kirchenlehrer der Geschichte. Und das Leuchten der Sterne, im vierten Teil der Geschichte dahinter geht es um Himmel und Erde. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen heute am vierten Advent. Dass ein Virus sich in wenigen Wochen von Mensch zu Mensch und in der ganzen Welt verbreiten kann, das haben wir drastisch miterlebt. Aber auch bei guten Dingen funktioniert das so. Beim Friedenslicht von Bethlehem etwa. Seit 35 Jahren wird es immer im Advent in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und in einer Art Staffellauf in viele Länder weitergetragen, bis es schließlich in den Pfarrkirchen, sozialen Einrichtungen und Wohnhäusern hier bei uns ankommt. Wir waren bei der Aussendungsfeier, die in Augsburg in diesem Jahr wieder stattfinden konnte. Eigentlich ist es nur eine brennende Kerze, die von den Pfadfinderinnen in den Dom gebracht wird. Doch dieses kleine Licht steht für eine ganz große Sache, für den Frieden in der Welt. Es wurde in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und hat auf seinem 3000 Kilometer langen Weg viele Mauern und Grenzen überwunden und kam schließlich auch in Augsburg an. Das wurde ganz streng reglementiert, von welchem Gebiet aus sozusagen überhaupt kleine Delegationen fahren dürfen und wer es mitbringt. Und ja, das Licht reist sozusagen fast kontaktlos. Es wurden dann Routen festgelegt, wann das Licht eben in welchem Zug oder auf welcher Autobahn unterwegs ist, sodass man es eher an vielen kleinen Wegstationen weitergibt und eben diese großen Aussendungen mit so ganz vielen Menschen aus ganz verschiedenen Regionen vermeidet. Aber nichtsdestotrotz ist das Licht sicher angekommen und wir haben es uns heuer sozusagen mal bringen lassen, als es immer zu holen. Bei der feierlichen Aussendungsfeier dankte der Augsburger Bischof den Pfadfinderinnen und Pfadfindern für ihr Engagement. Er ernannte sie zu Botschaftern des Friedens und ermunterte sie, den ökumenischen Schulterschluss zu wagen. Sucht und findet Pfade des Friedens, so Bischof Meyer. Von einem zum anderen wird das Licht weitergegeben und so kann ein weltweites Friedensnetz entstehen, das Motto der diesjährigen Aktion. Friedensnetz, ein Licht, das verbindet. Das geht darum, dass jeder und jede von uns an diesem Friedensnetz, dieses Verbindende knüpft, Teil dieses Netzes ist, Grenzen überwindet, Spaltungen überwindet, ganz im konkreten Umfeld. Und jeder ist wichtig. Der Gottesdienst, der unter strengen Vorgaben mit nur 130 Personen stattfand, wurde von Pfadfinderinnen aus Donauwörth mitgestaltet. In den Fürbitten wurde all jener gedacht, die besonders unter der Pandemie leiden. Schüler, alte und kranke Menschen, Arbeitslose, Flüchtlinge und Obdachlose. Musikalisch umrahmten die Jakobsingers aus Friedberg die Aussendungsfeier. Die Friedenslichtaktion ist für die Pfadfinderinnenschaft St. Georg seit vielen Jahren ein Höhepunkt und zeigt, dass es Menschen braucht, die sich von Widrigkeiten nicht beirren lassen. Ich glaube, gerade in dem Jahr ist es total wichtig, dass man auch so etwas Unwahrscheinliches versucht und sich da auch die Mühe macht, so eine kleine Flamme zu beschützen und weiterzugeben. Und gerade, wenn es vielleicht nicht so leicht ist, ein paar Steine hier in den Weg gelegt werden, finde ich, ist es umso mehr wert, da dran zu bleiben und trotzdem zu zeigen, das geht. Ich nehme mir die Zeit, ich mache mir auch die Mühe. Vom Dom aus verteilt sich das Friedenslicht aus Bethlehem nun in den Dekanaten, Pfarreien und sozialen Einrichtungen des Bistums. Ein kleines Hoffnungslicht in einer dunklen Zeit. Das Friedenslicht kann übrigens noch bis Weihnachten im Dom, in St. Moritz und vielen weiteren Kirchen im Bistum abgeholt werden. Am 17. Dezember 1936 wurde in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ein Mann geboren, der heute das Oberhaupt von rund 1,3 Milliarden Katholiken auf der ganzen Welt ist. Papst Franziskus ist am vergangenen Freitag 85 Jahre alt geworden. Wir blicken zurück auf seine bisherige Amtszeit, zeigen Ihnen seine Verbindungen nach Deutschland und ins Bistum Augsburg und wünschen ihm vor allem nachträglich
alles Gute zum Geburtstag. Weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle. Das bedeutet, wir haben einen Papst. Und dieser Papst ist seit dem 13. März 2013 Jorge Maria Bergoglio. Die Wahl war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen, weil es damit zwei Päpste gleichzeitig gab. Den emeritierten Benedikt XVI. Und eben Franziskus. Zum anderen, weil es seit dem 8. Jahrhundert keinen Papst mehr gab, der nicht aus Europa stammte. Umso größer war die Begeisterung über Papa Francisco. Das zeigte auch seine erste Fernreise als Oberhaupt der katholischen Kirche zum Weltjugendtag in Rio. Im Sommer 2013 waren rund 2 Millionen Menschen am Zuckerhut. Auch die weiteren Besuche in Krakau 2016 und Panama 2019 waren wichtige Termine. Die Wahl eines Lateinamerikaners zum Papst, seine Wahl des Namens Franziskus, die mit dem heiligen Franz von Assisi zusammenhängt, oder die Tatsache, dass vor ihm noch nie ein Jesuit-Papst wurde. Ungewöhnlich ist an diesem Pontifikat vieles. Auch Bischof Bertram Mayer kennt und schätzt sowohl die Direktheit als auch die menschliche Nähe, die Franziskus ausstrahlt. Für mich auch als relativ jungen Bischof im Amt ist er ein echter Bruder. Und das gefällt mir sehr gut, dass er mit ganz offenem Herzen mich immer wieder in Empfang nimmt. Und es ist interessant, bei den Audienzen, da sitzt man normalerweise, ich kenne es ja aus meiner Zeit, als ich im Vatikan gearbeitet habe, dem Papst gegenüber. Es ist so, dass er gerade beim ersten Mal selber meinen Stuhl genommen hat und ihn direkt bei sich hingestellt hat, sodass ich nicht irgendwo ihm gegenüber saß, sondern eigentlich schräg vis-à-vis und wir wie Brüder miteinander sprechen konnten. Und das spricht für sich. Eine besondere Ehre für Bischof Bertram und damit auch das Bistum Augsburg war ein Besuch im Vatikan mit dem Bildnis der Knotenmadonna, vor der Papst Franziskus gemeinsam mit Bischof Bertram betete. Inzwischen ist dieses Bild nicht nur in Buenos Aires, sondern auf der ganzen Welt bekannt. Prälat Günther Grimme kann gut nachvollziehen, warum der Marienverehrer Franziskus das Bildnis der Knotenlöserin so schätzt. Wenn jemand so ein Bild sieht, ja, fallen ihm die Knoten auf. Und dann kommen vielleicht Erinnerungen an eigene Knoten des Lebens. Bei ihm ist ja bekannt, dass er in jüngeren Jahren eine schwere Lungenoperation hatte. Und dann kann ich mir durchaus denken, dass auch seine Rolle als Papst im Vatikan nicht ohne alle Schwierigkeiten ist. So, das war so mein erster Gedanke, also sich selber zu erkennen in diesen Knoten, die Maria gereicht bekommt. In seiner Amtszeit hat Papst Franziskus bisher 3 Enzykliken veröffentlicht. Ein besonders wichtiges Anliegen ist ihm dabei neben dem schon erwähnten Einsatz für die Menschen am Rand der Gesellschaft auch der Umweltschutz. Hier Bilder aus dem Film von Wim Wenders über den Papst. Die Schrift Laudato Si, also die Sorge um das gemeinsame Haus aus dem Jahr 2015, hat auch bei vielen jungen Menschen auf der ganzen Welt einen Nerv getroffen. Papst Franziskus ist kein Papst, der Wert auf pompöse und öffentlichkeitswirksame Auftritte legt. Papst Franziskus will selbst ein Vorbild sein, ganz nah am Evangelium wirken. Auch wenn er aneckt, zum Beispiel bei den Themen Weltsynode, Zölibat oder der Frage nach der Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene. Und auch wenn er als sehr fleißiger und tatkräftiger Papst gilt, an seinem 85. wird er sicher Zeit gefunden haben, sich über die Millionen Glückwünsche aus aller Welt zu freuen. Gleich 2 Jubiläen wurden in Lauingen 1 Jahr lang gefeiert. Zum einen wurde vor genau 500 Jahren das Martinsmünster geweiht und zum anderen wurde die 90 Jahre zurückliegende Heiligsprechung von Albertus Magnus gefeiert. Der schon zu seinen Lebzeiten bedeutende Kirchenlehrer wurde in Lauingen geboren. Am vergangenen Sonntag endete das Doppeljubiläumsjahr. Der Besuch von Bischof Bertram Mayer in Lauingen markiert den Schluss und den Höhepunkt des Doppeljubiläumsjahres, sagte der Lauinger Stadtpfarrer Raffaele de Blasi zu Beginn des Pontifikalamtes. Im beeindruckenden Martinsmünster, das nach nur 5 Jahren Bauzeit 1521 fertiggestellt wurde, sprach Bischof Bertram unter anderem von der Vorbildfunktion, die sowohl der heilige Martin als auch Albertus Magnus bis heute haben. Die bewusste Entscheidung für Christus, für Ehrlichkeit und für gelebte Nächstenliebe.
Wer seinem Nächsten zu Hilfe kommt im Leid, sei es geistlich oder weltlich, dieser Mensch hat mehr getan als jemand, der von Köln bis Rom bei jedem Meilenstein ein Münster baut. Soweit Oton Albertus Magnus. Der von Albertus erwähnte Weg von Köln nach Rom war durchaus wörtlich gemeint. Das wird in den Lauinger Museumszellen deutlich, in denen der große Sohn dieser Stadt eine eigene Abteilung hat. Dort werden unter anderem seine weiten Reisen, die er alle zu Fuß absolviert hat, nachgezeichnet. Museumsleiter Bernhard Erhardt hat sich intensiv mit dem Leben, den Reisen und dem geistigen Wirken Albertus beschäftigt. Für die Bürger seiner Heimatstadt war er schon weit vor seiner Heiligsprechung Patronus. Dass in einer katholischen Stadt, vor allem in der Barockzeit, diese Funktion des Stadtpatrons auch immer stärker gesehen wurde. Und die Stadt sich mit ihm identifiziert hat in großen Festen. Also spätestens dann, als die Hirnschale nach Lauingen transportiert wird, das ist also sicher eins der größten Stadtfeste, das die Stadt überhaupt erlebt hat. Und dieses Stück der Hirnschale des heiligen Albertus wurde beim Schlussgottesdienst des Jubiläumsjahres in das Reliquiar eingesetzt. Den Beinamen Magnus, also der Große, erhielt der Dominikaner Albertus übrigens schon zu seinen Lebzeiten im 13. Jahrhundert. Er wurde als Genie der Wissenschaft, als Doctor Universalis gefeiert. Zu seinen Schülern gehörte unter anderem auch Thomas von Aquin. Albertus' Leben und sein Vorbild als Suchender solle genau wie das Leben des heiligen Martin Vorbild für die Menschen der Gegenwart sein, so Bischof Bertram. Er spendete am Schluss des Pontifikalamtes allen anwesenden Gläubigen den Segen mit der Reliquie des heiligen Albertus Magnus, dem großen Sohn der Stadt Lauingen. Wir machen weiter mit den Kurznachrichten der Woche. Bereits vor einigen Tagen hat Bischof Bertram Mayer alle Pfarreien, Orden und ausländische Missionen dazu aufgerufen, die Impfkampagne in Bayern zu unterstützen, zum Beispiel durch die Bereitstellung von kirchlichen Räumlichkeiten. In den Pfarreien Langweid oder Friedberg ist das schon umgesetzt worden und auch im Pfarrsaal von Heiliggeist in Augsburg-Hochzoll wurde diese Woche geimpft. Dort haben mindestens 1.800 Menschen das Angebot genutzt. Die Weihnachtskollekte des Lateinamerika-Hilfswerks Advenia drückt in diesem Jahr die Nöte der armen Stadtbevölkerung vor allem in Mexiko, Paraguay und Brasilien in den Mittelpunkt. Überleben in der Stadt ist das Motto. Mit Bildungsprojekten, Menschenrechtsarbeit und dem Einsatz für faire Arbeitsbedingungen arbeitet das Hilfswerk zusammen mit Projektpartnern vor Ort daran, die Spirale der Armut zu durchbrechen. Die Spendenaktion findet am 24. und 25. Dezember in allen katholischen Kirchen statt. Nähere Informationen und Materialien zu den Hilfsprojekten finden Sie im Internet auf adveniat.de. Im Wallfahrtsort Maria Vesperbild wird die Christmette bei günstiger Witterung um 22 Uhr an der Mariengrotte im Wald in stimmungsvoller Atmosphäre gefeiert. Damit ist auch für alle Besucher genügend Platz, teilt die Wallfahrtsdirektion in einer Presseinformation mit. In einer feierlichen Prozession wird Monsignore Erwin Reichert das Christkind zur Grotte tragen. Um 23.30 Uhr findet dann noch eine zweite Christmette in der früheren lateinischen Form statt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Stephanstag, werden alle Kinder und Jugendlichen persönlich einzeln gesegnet, um sie für das neue Jahr unter den Schutz Gottes zu stellen. Und noch ein Hinweis, die traditionelle Weihnachtsansprache von Bischof Bertram Mayer wird am kommenden Donnerstag, den 23. Dezember, in den Nachrichtensendungen von Augsburg und Allgäu TV jeweils um 18 Uhr gesendet. Und an Heiligabend übertragen beide Sender die Christmette aus dem Augsburger Dom live ab 23.30 Uhr, genauso wie den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember. Er beginnt um 10.30 Uhr. Bei Katholisch 1 TV verpassen Sie ebenfalls nichts. Auch auf unserer Homepage werden beide Gottesdienste live übertragen. Die Aufzeichnungen der Gottesdienste finden Sie anschließend auch auf unserer Homepage. Und das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht's in wenigen Augenblicken weiter mit Tipps, wie das Weihnachtsfest friedlich und eben weihnachtlich gelingen kann. Und wir beleuchten in unserer Geschichte dahinter das, was Himmel und Erde verbindet.
Weihnachten ist das Fest der Liebe. Eigentlich. Wenn ich bei der Internetsuche die Worte Weihnachten und Familie eingebe, kommt sofort eine erschreckende Zahl. 36% der Menschen, so kann man da lesen, streiten sich an Weihnachten mit dem Partner oder den Eltern. Da wird einem Angst und Bange. Wir haben mit Angelika Maucher darüber gesprochen. Sie ist die Leiterin der Hauptabteilung Seelsorge im Bistum und hat einen guten Überblick, was den Menschen in ihren verschiedenen Lebensbereichen Sorgen bereitet. Auch und gerade jetzt vor Weihnachten. Frau Maucher, Weihnachten wird ja oft mit Erwartungen überfrachtet. Haben Sie ein paar Tipps dafür, dass Weihnachten in der Familie ganz friedlich sein kann? Auf was kann man vielleicht auch bei den Vorbereitungen schon drauf achten? Gibt es da Tipps von Ihnen? Weniger davon ausgehen, was sein sollte oder wie man sich's vorstellt, nicht an Idealen hängen, sondern wahrnehmen, was möglich ist, gerade auch jetzt unter den Pandemiebedingungen, wo man einfach schauen muss, welche Form des Feierns passt zwischen sich schützen und dann doch dem Wunsch an Weihnachten, sich zu sehen, in Kontakt zu sein als Familie. Oder auch Freunde, oft junge Erwachsene, die dann Weihnachten nach Hause fahren und dann auch wieder die früheren Schulfreunde, Freundinnen treffen wollen, da auszuloten, was passt in diesem Jahr, wie geht's? Ist Weihnachten in diesem zweiten Pandemiejahr denn noch wichtiger als sonst? Weihnachten ist natürlich als Glaubensfest immer wichtig, aber sind die Menschen so gestresst, dass jetzt diese Auszeit, die Weihnachten ja auch bietet, noch bedeutsamer wird? Ja, Weihnachten ist das Fest der Verbundenheit zwischen Gott und Mensch, zwischen den Menschen untereinander. Und da kann es heuer ganz besonders wichtig sein, dass Menschen das spüren, die Gemeinschaft spüren, dass sie zusammengehören, auch wenn man sich vielleicht nicht besuchen kann, dass man die anderen Wege der Kommunikation nutzt, Telefon, E-Mail, Post auch, einfach Zeichen der Verbundenheit und der Wertschätzung. Und auch in all den Belastungen durch die Pandemie, Zeiten, wo Herz und Seele ihre Ruhe haben, also zur Ruhe kommen können und sich darauf besinnen können, was Kraft gibt, was stärkt und Hoffnung macht. Frau Maucher, Sie leiten ja die Hauptabteilung Seelsorge. Haben Sie erlebt in Ihrer Übersicht, dass die seelischen Nöte der Menschen, die Ängste anders geworden sind, tiefer, größer? Wie hat sich das in der Pandemie verändert? Es ist recht unterschiedlich, auch wie stark Menschen belastet sind. Die einen haben viel zu viel Arbeit in der Pflege, vor allem im medizinischen Bereich. Die anderen haben Kurzarbeit, haben wenig Arbeit. Also die Art der Belastungen ist sehr verschieden. Und auch wie Menschen die Zeit erleben, Geimpfte, Ungeimpfte, die Unterschiedlichkeit tritt deutlicher zutage. Und da ist wichtig, wirklich immer auch wieder auf die gemeinsame Basis zu schauen, auf das, was Verbundenheit stärkt. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, diese Auszeit ist so wichtig für Menschen. Es gibt aber ganz viele Menschen, die arbeiten an Weihnachten, die haben gar keine Auszeit. Ich spreche jetzt von Pflegerinnen und Pflegern, von Krankenhauspersonal, Feuerwehr, Polizei, Journalisten arbeiten auch. Wie ist das bei Ihnen im Team? In der Seelsorge sind viele auch an Weihnachten und über die Feiertage präsent. Notfallseelsorge, Klinikseelsorge, Telefonseelsorge, Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst sind so Bereiche, die besonders gefordert sind und die Präsenz weiter aufrechterhalten natürlich, aber auch in den Pfarreien sind Seelsorger und Seelsorgerinnen ansprechbar, feiern Gottesdienste in unterschiedlichen Formen. Es ist wichtig, dass wir da nicht abtauchen an den Festtagen, sondern wirklich da sind, wo die Menschen sind und wo es auch die Unterstützung in der Seelsorge braucht. Wie ist das, Frau Maucher? Gehen Sie mit Bangen oder mit Optimismus in die Zukunft, in das nächste Jahr 2022? Also ich glaube, dass es wichtig ist, wie Maria, guter Hoffnung zu sein, auch wenn die Umstände schwierig sind. Ich gehe wirklich mit dieser Zuversicht auch in das neue Jahr, dass dieses Gott mit uns immer gilt, egal wie das drumherum gerade aussieht. Und Schritt für Schritt wird sich dann auch zeigen, was immer wieder ansteht und notwendig ist. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch ein paar schöne Vorbereitungstage auf die Weihnachtszeit oder auf Weihnachten selber und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Frau Maucher. Auch Ihnen frohe Weihnachten. Dankeschön. Bei vielen Krippen, ob zu Hause oder in Kirchen, ist alles in einer mehr oder weniger großen Szene dargestellt. Maria und Josef mit dem Jesuskind in der Mitte,
Dahinter Ochs und Esel, daneben die Hirten, Schafe und so weiter. In der Herz-Jesu-Kirche im Augsburger Stadtteil Pfersee war die Krippe ursprünglich auch ein großes Ganzes. Doch seit 2 Jahren wird sie vom Mesner nach und nach als Stationenkrippe aufgebaut. So wie es in der Bibel beschrieben ist. Wir haben uns das angeschaut. Der Kessel über dem Lagerfeuer hängt schon. Isaac Aroskipa, der Mesner von Herz Jesu und sein Helfer Josef Hertle bauen heute die 4. Station auf. Die Hirten auf dem Feld. Über den Styroporplatten soll noch eine ganze Miniaturlandschaft entstehen. Die richtige Ausleuchtung ist ebenso wichtig wie die Anordnung der Pflanzen. Jeden Mittwoch wird die Stationenkrippe erweitert. Es ist sehr aufwendig, aber ich bin nicht allein. Ich habe meistens eine oder zwei Personen, die mir helfen. Heute zum Beispiel der Josef Hertel. Und wir brauchen so 3 oder 4 Stunden ungefähr, um eine Abschnitte dazu zu bauen. Früher stand die Krippe hinten am Hauptportal. Dann wurde sie als Ganzes vor dem Altar aufgebaut und im Laufe des Advents immer wieder verändert. Erst seit 2 Jahren wird sie in Form einer Stationenkrippe nach und nach rund um die Altarinsel angelegt. Von der Verkündigung des Engels an Maria, den Besuch Marias bei Elisabeth bis hin zum Weg nach Bethlehem und der Geburt im Stall. Mir gefällt es sehr gut, wie sich das so entwickelt, wie da so eine Weggeschichte erzählt wird, die adventliche Weggeschichte, und wie sich das einfach nach und nach so wächst dann. Und auch von der Gestaltung her finde ich einfach toll, da zu erleben, wie so die Freude auf Weihnachten hin da zunehmend wächst. Nach und nach füllt sich die Szene. Isaac Aroskipa hat dafür keinen fixen Bauplan. Er gestaltet sie jedes Mal nach Gefühl. In seiner ursprünglichen Heimat Peru sind Krippen viel bunter als hier. Für den Mesner ist der Aufbau der Krippe auch Ausdruck seines Glaubens. Es ist ganz wichtig, weil das kommt auf die Leute gut zu. Die freuen sich, wenn sie die Krippe sehen. Und für mich ist auch das eine innerliche Bestätigung, Religiöse das ja zu sehen. Ja, das ist ganz wichtig. Das übereinstimmte damit meine Glaube als Katholiker. Ja. Isaac Aroskipa würde sich noch ein paar Figuren mehr wünschen. Denn momentan muss die Maria aus der 2. Szene in die 3. gestellt werden. Ein bisschen schade, aber vielleicht werden mal noch neue Figuren angeschafft. Trotzdem ist es schön, die Stationen einzeln und aus der Nähe anschauen zu können. Die Hirtenszene ist jetzt fertig. Am Mittwoch wird die 3. Station aufgebaut, der Stall von Bethlehem. Also, Fortsetzung folgt. Es gibt ein schönes Kirchenlied unserer Zeit. Im Refrain heißt es, da berühren sich Himmel und Erde. Ist nicht genau das das Faszinierende und Geheimnisvolle an Weihnachten? Wir strecken uns einerseits zum Himmel, hängen Sterne und Lichter auf, andererseits schauen wir aber ganz geerdet in eine schlichte Futterkrippe, in der ein Neugeborenes liegt und unser Hoffen verkörpert. Im 4. und 3. Teil unserer Adventsreihe beschäftigen wir uns heute mit himmlischen Dingen. Sterne aus Stroh, Papier, Metall, Holz, was auch immer sich in die 5- oder vielzackige Form bringen lässt, damit wird nach Herzenslust gebastelt und geschmückt. Die leuchtenden Himmelskörper haben schon immer fasziniert. Unerreichbar am dunklen Nachthimmel dienten sie der Zeitmessung und halfen den Seefahrern bei der Navigation. Im Matthäusevangelium ist von 3 Magiern die Rede, die dem Stern folgten, um Jesus anzubeten. Seit der Spätantike versuchte man, dieser spektakulären kosmischen Erscheinung auf die Spur zu kommen. Doch was dieser Stern, der die gelehrten Männer nach Bethlehem führte, genau war, darin ist sich die Wissenschaft uneins. Es könnte ein Komet, aber ebenso eine Supernova, also eine Sternenexplosion gewesen sein, oder eine besondere Stellung von Jupiter und Saturn. Oder doch einfach nur ein symbolisches Verkündigungsmotiv, das so niedergeschrieben wurde? Das Jesuskind ein aufgehender Stern und Herrscher? Wie auch immer, Sterne sind und bleiben ein schöner und geheimnisvoller Anblick und bringen uns den Himmel ein bisschen näher.
In die Abteilung Himmlisches gehören natürlich auch die Engel. Zunächst mal der Engel des Herrn, himmlischer Bote, der zuallererst die Schafhirten darüber informierte, dass der Messias geboren wurde. Fürchtet euch nicht, sagte er zu ihnen. Engel, reine Wesen von Gott gesandt, bevölkern nicht nur zu Dekozwecken prächtige Barockkirchen, sondern sind im Glauben fest verankert. Die geflügelten, geschlechtsneutralen Wesen sind also Mittler zwischen Gott und Mensch und helfende Begleiter. Sie sind keine christliche Erfindung. Bildliche Darstellungen gab es schon im alten Ägypten. Im Alten Testament ist die Rede von Engeln und sogar im Islam spielen sie eine wichtige Rolle. Bei einer neueren Befragung in Deutschland gaben 40% der Personen an, dass sie an Engel glauben. Weil es wohl zwischen Himmel und Erde doch so manches gibt, was wir mit unseren Sinnen nicht fassen können. Damit es aber doch etwas greifbarer wird, dieses Weihnachten, gibt es Geschenke. Und die bringt in mehrheitlich katholischen Gegenden nicht der Weihnachtsmann, sondern das Christkind. Ein meist blond gelocktes Kind mit Flügelchen, so stellt man es sich vor, obwohl man es gar nie so richtig zu sehen bekommt. Außer hier auf dem Augsburger Christkindlesmarkt. Aber ist das Christkind jetzt identisch mit dem Jesuskind? Oder ist es ein Engel? Eigentlich war der Nikolaustag lange Zeit der Tag des Schenkens, bis Martin Luther den heiligen Christ als Geschenkebringer in den Mittelpunkt rückte. Im 16. Jahrhundert war mit dem Christkind also das Jesuskind gemeint. Doch im Laufe der Zeit verselbstständigte es sich, auch optisch, und wurde zur engelsgleichen Symbolfigur des Geschenkebringers. Also, wer seinen Wunschzettel ans Christkind noch nicht geschrieben hat, jetzt wird's aber langsam Zeit. Ich hätte da auch noch ein, zwei Dinge für meinen Wunschzettel. Zum Beispiel würde ich mich freuen, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit dabei sind. Dann gibt's bei uns ganz viel Weihnachten. Wir berichten unter anderem über die Christmette im Augsburger Dom. Dazu nochmal der Hinweis, wenn Sie mögen, können Sie sowohl die Christmette als auch den Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag bei uns live sehen, entweder im Internet auf unserer Homepage katholisch1.tv oder im Fernsehen bei Augsburg und Allgäu TV. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Woche. Genießen Sie die adventliche Stimmung und lassen Sie sich nicht hetzen. Tschüss.